Was geht ab, Leute? Ich hoffe, es geht euch gut. In diesem Video geht es um Honkai Impact. Tatsächlich nicht Honkai Star Rail, sondern Honkai Impact Third. Ich kann mich jetzt gerade nicht richtig hinsetzen. Ich sitze bequem. Und wie gesagt, ich hoffe, es geht euch gut. Die Krankheit hat jetzt ein bisschen reingeschlagen bei mir. Aber ich möchte sagen, dass wir heute streamen. Vermutlich eigentlich, wenn ihr dieses Video schon seht, bin ich gerade dabei, live zu gehen. In dem Stream versuchen wir, tausende von Resin auszugeben, um endlich mal gute Artefakte zu bekommen. Also schaut gerne vorbei. Ansonsten haben wir auch noch einen Sponsored Part und ich packe euch den Link in den Top-Kommentar. Falls ihr gerne Cozy Games mögt, checkt gerne Payfarm über unseren Link aus. Ich freue mich sehr, dass ihr es in Erwägung zieht. Vielen Dank für euren Support. Und jetzt schauen wir uns an, was Part 2 in Honkai Impact 3 für uns alles bereithält. Bleibt dran. So, erstmal das Video liken, bevor man es gesehen hat, weil ich muss wirklich sagen, der Grund, warum ich mit Genshin Impact überhaupt damals angefangen habe, war Honkai Impact. Ich hatte so eine On-Off-Beziehung mit Honkai... Ich hatte eine On-Off-Beziehung mit Honkai Impact. Es hat mich nie so ganz für eine lange Zeit gecatcht gehabt. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht, weil es dann doch zu komplex war für ein Spiel, was ich ab und zu dann doch auf dem Handy gerne gespielt habe. Dennoch, ich mag das Dungeon-Based-Theme. Die Charaktere waren richtig gut designt. Zwar gab es nur Waifus, aber ist okay für mich. Und Gameplay hat sehr viel Spaß gemacht. Bin jetzt sehr gespannt, weil das kommt für mich komplett unerwartet. Mal sehen. Dadurch, dass es ein 9-minütiges Video ist, werde ich jetzt nicht alles Wort für Wort übersetzen können, aber ich denke, ich werde hier und da mal so ein bisschen pausieren, dann zusammenfassen oder einfach so meine Meinung dazu sagen. Das ist eine Reaction, Leute. So, Hoyoverse. Aufmachung ist immer genial. Ich frage mich, ob es eine Art Präsentation ist oder ob wir eher so einen Trailer sehen werden. Sieht nach einem Trailer aus. Okay. Doch nicht. Dawei! Hey there, I'm Dawei, your old friend. Honkai Impact 3 has been with us for 7 years. Spricht er gerade extrem fließend Englisch? Ich meine, es würde mich nicht wundern. Dennoch muss ich wirklich zugeben, dass ich kurz dran gedacht habe, benutzen sie vielleicht AI? Weil heutzutage ist sowas voll möglich. Wie dem auch sei, unten sind die Untertitel. After part 1, the moon's origin and finality. And ongoing part 1.5, Dance of Life and Death. The story of Honkai Impact 3 continues. Ich bin echt nicht aktuell in der Story, ne? The spaceship bound for Mars is about to set off. Okay, es geht also zum Mars. Und es gibt tatsächlich einen Trailer. Okay, mal sehen. Schauen wir mal rein. Ich glaube, jeder Charakter wird für mich komplett neu sein. Schreibt gerne in die Kommentare rein, welcher von den Charakteren neu ist, aber den kannte ich jetzt nicht so. Star Wars Vibes, let's go! Oh Mann, ey, ich würde so gerne auch so eine Weltraumreise machen. Ich glaube, wer nicht, ne? Oha, ich habe nicht in eine bestimmte Ecke geguckt. Warum machen die so? Alter, das sieht übel krass animiert aus. Ist das Chiara? Okay. Let's go! Die haben aber auch wirklich Marketing anders immer durchgespielt, ne? Ey, die haben so eine unverschämte Ahnung von Marketing und Ästhetik. Das ist einfach nicht mehr normal, wirklich. Hoyoverse ist echt next level, was das angeht. Okay, let's go! Ist das eine andere Engine? Das ist niemals in-game, oder? Wer bist du? Ich glaube, der ist gerade zudem digitiert, ne? Also das Universum von Honkai ist sowieso irgendwie ein bisschen heftiger. Actionreicher als das von Genshin bisweilen. Und die ziehen es einfach fort. Mega.
Hä, das hat mich schon krass gehypt. Ich würde wirklich sehr gern jetzt mehr erfahren. Okay, wir werden mehr erfahren. Wir machen einen neuen Step, made by the franchise, marching from the Earth's Moon System to the Solar System. Nee, er spricht Englisch, Leute. We will embark on a new adventure as an original resident on this planet. It's time to embrace the exotic natural views and civilization on the new planet. And we will encounter new partners from different cultures. Also sie wollen uns, glaube ich, jetzt wirklich dann den Mars vorstellen. Aside from the new story, we will have a full upgrade of the combat. Die haben sogar ein komplettes Update für das Kampferlebnis. Brandneues Erlebnis. Ich bin jetzt sehr hellhörig. Hey, das kommt so unexpected. Vor allem, die haben Honkai Star Rail Release und haben sehr großen Erfolg damit. Aber hinter den Kulissen haben sie an Honkai Impact 3 noch weitergearbeitet. Das finde ich wirklich krass gerade. Also das Geld, was sie einnehmen, nutzen sie auf jeden Fall. Evolution of Combat System. Bin sehr gespannt jetzt, wirklich sehr gespannt. Ey, fangen wir heute Honkai Impact nochmal an deswegen? Die hypen einfach ihre alten Games. Die machen genauso wie World of Warcraft mit Classic. Okay, hier ist es halt mehr so in Richtung Honkai Star Rail. Dass man hier so eine Art Lobby halt hat. Das ist wirklich ähnlich wie in Star Rail, ne? So war es ja in Honkai Impact vorher nicht. Wer ist denn der Charakter, den man da spielt? Ist das jetzt ein... Hä? Der hat doch irgendwie... Ich habe keine Ahnung, wer dieser Charakter ist. Ist das schon ein Charakter, den man spielen kann? Und warum läuft man jetzt hier gerade mit dem rum? Oder ist das jetzt sozusagen so eine Art Traveler-Ersatz? Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist... Sie releasen ja auch bald Zenless Zone Zero. Und das ist auch in dem gleichen Schema, sag ich mal. Ja, es hat so hier und da so eine Lobby. Es ist ein bisschen so Dungeon-Based, nenne ich das halt immer, dass es keine Open World halt ist. Und ich glaube, dass es dann gar nicht mal so schwer ist für die, das umzusetzen. Das ist nicht Chiara. Das ist auch jemand ganz, ganz Neues. Aber das ist auch eine Sache in Honkai Impact. War es wirklich so. Die Oberweite war von den meisten Charakteren immer sehr, sehr stark in your face. Ich sag's jetzt einfach wirklich, wie es ist. Warum kann man springen? Einfach ein Feature eingebaut. Okay, ich glaube, jetzt geht es schon doch in Richtung Kampf. Und das ist weiterhin Dungeon-Based. Ich fühle das sehr. Ich weiß, dass viele von euch mehr so in Open World sind, ne? Aber... Ja, die süßen Gegner kill ich lieber in irgendwelchen Dungeons und ich weiß einfach nur, was ich da zu tun habe. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, one hit. Ich muss aber sagen, die Kämpfe, soweit ich mich erinnern kann, waren in Honkai Impact ein bisschen fordernder. Vor allem auch die Bossfights. Okay, den Hammer fühle ich auf jeden Fall. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das gespielt habe. Es wirkt optisch schon anders. Aber vom Battle... Oh, okay. Zwei Arm... Ihr wisst Bescheid halt, ne? Okay, let's go. Also die Animationen waren schon immer sehr, sehr krass in Honkai Impact. Das ist so ein Autolock-System. Es wirkt jetzt nicht deutlich anders, aber es wirkt so ein bisschen polierter. Wisst ihr, was ich meine? Und die Engine wirkt tatsächlich wie dieselbe von Honkai Star Rail und... Oh mein Gott, dieser Jojo-Charakter ist der Wahnsinn! Oh Mann, ey. Wisst ihr noch, der Charakter, der mich an Nefepito erinnert hatte? Auch in Honkai Impact? Neko-Charakter? Wo ich dann wirklich auch meinte, warum gibt es so eine Kampfanimation nicht in Genshin? Ich weiß, ein ganz anderer Stil, aber ich fühle das mehr. Wie sieht's bei euch eigentlich aus? Ich mag das so flashy, so wie auch in Tower of Fantasy und so. Dieser Jojo-Charakter ist sowas von ein Safe-Pull. Warum machen die denn jetzt auf einmal so? Aber irgendwie finde ich das geil, weil warum sollte man ein altes Spiel einfach so versauern lassen, ne? Es ist doch nice, es so ein bisschen zu revampen. Und damit frischen Wind reinzubringen. Ich feiere die Idee sehr. As you can see from the demo,
the comeback experience will be enriched and diversified in Honkai Impact 3rd. Ich habe jetzt nicht so ganz die Neuerungen rausgesehen, aber es wirkt dennoch ein bisschen dynamischer. Before the official release, we will refine every detail to perfection and create a new journey exclusive to Honkai Impact 3rd. Bin sehr gespannt, was da mit dem ersten Part dann sein wird. Ist es dann ein neues Spiel oder wird dann Honkai Impact? And I'm grateful for your unwavering support. Your support has enabled us to keep writing positive and wholesome stories on the new planet. The fighting spirit is about to burn brightly on an alien planet. See you on Mars. Erstmal sagt er eine wholesome Abenteuergeschichte und danach die Hölle wird lodern. Okay, gar kein Problem. Ich muss wirklich dennoch sagen, lassen wir mal hier nochmal so ein bisschen den Trailer durchlaufen. Aber ich muss nochmal so ein bisschen zusammenfassend sagen, ich finde die Idee sehr gut. Man muss nicht immer gleich ein niegelnagelneues Spiel halt releasen. Ich fand das schon sehr interessant, dass sie es Honkai Star Rail genannt hatten und das in dem Universum von Honkai Impact sozusagen verpacken wollten. Ist natürlich immer ein bisschen schwer mit der Lore. Oh Gott, verzeiht. Nase immer noch jetzt verstopft. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass sie jetzt das alte Spiel auch mit der alten Story und der schon bestehenden Lore halt, ne, wieder aufleben bzw. halt weiterführen. Und beim Weiterführen, dass sie da tatsächlich dann nochmal die Sachen aufpoliert haben mit anderen Spielen, die sie schon released haben. Also so wie das nämlich aussah, war das so, als hätten sie jetzt Honkai Impact die Engine von Genshin Impact gegeben, ne, und von Honkai Star Rail. Also es wirkt auf jeden Fall moderner. Und Gameplay sieht auch smoother aus, ne? Dennoch ein bisschen anders jetzt als Zenless Zone Zero zum Beispiel. Man merkt schon, dass hier weiterhin das Team von Honkai dran arbeitet und auch den eigenen Touch mit reinbringt. Das finde ich sehr gut. Bis jetzt war das Spiel sehr interessant. Und was ich super interessant jetzt auch für die Occupants bin, fühle ich übel hart. Was ich interessant für die Zukunft finde, ist hier tatsächlich, viele fanden halt Honkai Star Rail toll, aber das rundenbasierte Kampfsystem hat sie nicht abgeholt. Und Honkai Impact hatte ja schon von Anfang an ein actionbasiertes Kampfsystem. Das haben sie jetzt auch nochmal ein bisschen aufpoliert. Das bedeutet, HoYoRoS hat schon wieder natürlich eine super Strategie, fahren die ja. Und haben jetzt gesagt, okay, pass auf, wir haben jetzt viele Leute mit die Mobile halt spielen, ne, abgeholt mit einem rundenbasierten Spiel. Und hier gehen sie doch nochmal wieder auf Leute zu, die sagen, ey, ich brauche ein bisschen mehr Action. Das Kampfsystem einfach in Genshin war deutlich nicer. Und Honkai Star Rail hat mich nicht so abgeholt. Optik und Story und sowas, ja, aber Kampfsystem. Und hier, dann, hey, wieso sollten wir jetzt was ganz Neues machen? Sondern wir hatten ja schon ein Spiel mit einem tollen Kampfsystem, was gut gefeiert wurde. Was uns überhaupt dann das ermöglicht hat, diese ganze Legacy jetzt mittlerweile halt, ne, zu gründen mit Genshin Impact. Und zwar Honkai Impact. Darum finde ich diese Idee sehr, sehr gut. Ich werde auf jeden Fall da reinschauen. Bin sehr gespannt. Es hypt mich auf jeden Fall. Auch mit einem Nostalgiebonus, muss ich zugeben. Natürlich jetzt mit den ganzen neuen Spielen, die auf den Markt kommen werden, wie zum Beispiel Weathering Waves und Project Mugen, muss ich schon sagen, ist der Hype nicht so gleich auf. Ne? Die anderen Sachen interessieren mich da schon ein bisschen mehr. Dennoch denke ich, wird HoYoRoS jetzt hier auch nicht groß was falsch gemacht haben. Es wird auf jeden Fall es wert sein, da mal reinzuschauen. Und danach sollte man noch entscheiden, ist das Spiel jetzt langfristig was für mich oder nicht. Charaktere, die sie jetzt vorgestellt haben, waren natürlich auch schon wieder sehr, sehr gut designt, sehr gut gestaltet, dass man halt wirklich richtig Bock bekommt. Bei dem Ausweichen jetzt hier fand ich interessant, dass nicht dieses Ultra-Room-Effekt mäßig kam. Soweit ich mich erinnere, war es das doch eigentlich bis jetzt immer so in Honkai Impact. Ich sollte da nochmal reinschauen. Aber normalerweise Sphärenentfaltung und alles war so ein bisschen Slow-Mo, was dann halt in Tower of Fantasy dann auch so ähnlich war und so weiter und so fort. Aber, Punishing Grey Raven, jetzt wirkte das nicht so. Aber man muss wirklich schon sagen, Animationen und so, das holt mich deutlich mehr ab als Genshin. Man muss aber auch sagen, im Kampfsystem von Genshin ist es natürlich auch besser integriert halt mit den Animationen, dass es ein bisschen kürzer ist und so mehr in Richtung Swap-Game geht. Hier hat man zwar auch mehrere Charaktere, aber man bleibt halt länger auf dem Feld und haut den Gegner kaputt mit Jojos. Das ist so krass, Mann. Die Animationen sind so heftig. Und auch Air Combat, ist das jetzt nur Jojo-Charakter-Exclusive? Auf jeden Fall Devil May Cry-Vibes wird ausgecheckt. Was haltet ihr von dem Ganzen? Lasst mich das gerne wissen und ich hoffe, wir sehen uns gleich im Stream. Bleibt gesund, bis dann.